Ja, du bist ein paar Mal gestorben, ne? Ein paar Mal. Das stimmt. Aber nicht viel. Tatsächlich ist Dixbar kaputt. Das reagiert nicht mehr. Kaputt. Abgestürzt. Das passiert manchmal, ne? Sowas. So, hier hinten noch. Da muss ich beim nächsten Mal wieder aktivieren. Oh. Hier, Bombe. Hast du eine Bombe? Ja. Das war die falsche. So. Ja. Wow, wow, wow. Aber weißt du was? Ist egal. Am Ende ist die ja. Macht die ja auch, was sie soll. Ich kann es gleich nochmal versuchen, neu zu starten. Warte. Ich bring mal eine große Bombe mit. Oder ich leg die mal hier raus. Ich versuche mal, Dixbar neu zu starten. Alle Fenster schließen. Man muss nur aufpassen, dass ich aus den Klonk schließe. Bis später, Mario. So, ich komme mit der Bombe. Ich habe eine große jetzt. Nicht den Weg wegbuddeln. Das sonst können wir nicht werfen. Nisch, mich umbringen. So, Achtung. Ich werfe. Oh, ist aber nah dran. Ist aber sehr nah dran. Ich wollte gerade sagen. So mutig. Ich kann das. Guck mal, Achtung. Guck mal, ich schmeiß also zu dir alles. So, dann haben wir das auch schon. Jetzt können wir uns hier hinten durchbuddeln. Au. Oh. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich drüber werfen. Aber da hast du dich genau in dem Moment bewegt. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier müssen wir eine Bombe rausholen aus dem Haus. Autsch. Hier oben ist ja auch noch was. Das sind auch noch Steine. Ja, das hatte ich ja versucht. Ich wollte das. Ich habe mal versucht, gerade mal raus. Oh, ach so, wir machen das mal nicht mehr so. Ich hole mal den Fahrstuhl zuerst. So. Ach. Da. Manchmal hängt sie ein bisschen die Steuerung, aber nur manchmal. Och komm, jetzt hör auf. Ich krieg die Lore nicht hoch. Komm! Echt? Was ist denn? Das gibt's doch nicht, ey. Das kribbelt mein Haus. Boah, das ist aber auch. Das kannst du alles Kim erzählen hier. Die ist zu schwer, die Lore. Ach, guck mal, jetzt habe ich auch 113, habe ich jetzt. Immer noch 386. Ja, aber du wirst sehen, wenn du öfter mal dich heilen gehst, da geht dein Leben ganz schön zur Neige. Also dein Geld fürs Leben. Das geht dann ganz schön krachen. So, achso, eine Bombe brauchen wir. Ohne Bombe brauchen wir da nicht runterfahren. Ich bin dabei. Ja, aber wir brauchen noch mehr. Sollen wir mal in die Lore? Ich kann auch in die Lore ein paar Bomben reinpacken. Oh Gott. Möchtest du das? Ja, dann kann. Oha! Ja, nimm doch dein Haus mit. Stell es unten ab. Das kann man sogar tatsächlich machen, ne? Das wäre gar keine so verkehrte, schlechte, super Idee, ne? Gar nichts passiert, gar nichts passiert. Jetzt gehen wir da rüber. Hier, Kohle. Oh. Habe ich eine Bombe freigegraben gerade. Nicht so glorreich. Wir müssen da hochkommen irgendwie. Shit. Nein. Wir werden es nicht an die letzten drei Goldmummeln davon oben rangraben müssen nachher. Na gut, durch die Kohle kommen wir durch. Ich hatte es gehofft, ich komme von unten ran da. Du, uns ist lange nichts Komisches passiert. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich schreie mir nicht so laut. Ich hantiere gerade mit Bomben. Versuchst du noch, das Stückchen Gold hier abzubauen? Eigentlich? Ja. Ich versuche das seit... Ja. Ich möchte dazu nichts sagen. So, jetzt habe ich Schnauze voll. Aber guck mal, hier. Da. Jetzt kann ich in Deckung gehen.
Nee, also, dass man die Dinge immer wieder aufsammelt, finde ich ein bisschen nervig, ne? Wir müssten uns was anderes einfallen lassen dafür. Die Entdeckung? Ja, bin weg. Boah! Voll getroffen, Alter! Was war das für ein ehrenhafter Move? Aber rausgekommen ist nicht. Wie scheiße ist das denn? Ja, das kann mal passieren. Hier hinten müssen wir auch nochmal rein. Guck mal, da haben wir es doch heute wieder richtig gut vorangebracht hier. 2 Stunden sind schon rum. Echt? Ja. Irre, wa? Spielt sich so weg. Also bei dem Spiel ist es wirklich, finde ich das so krass, das spielt sich wirklich, genau so kann man das sagen, es spielt sich total weg. Oh. Lass doch mal dein Haus da stehen. Können wir das? Ich baue jetzt gleich als nächstes, baue ich ein richtiges Haus mit Fundament, aber wirklich. Warte mal. Wo hast du gerade rumgesprengt? Na, damit hast du gerade hier gesprengt? Damit die Bombe da. Du kannst auch jetzt, wenn du willst, die Lore hierher holen. Ich mach den Sandboden noch weg hier. Aber ich versuch mal trotzdem hier oben. Komme ich hier schräg rein? Nee, ich kann ja nicht. Ich komme hier nicht ran. Nee. Schade. Doch, jetzt. Ein Stück noch. Ja. Komm noch. Ein Stück. Oder? So. Graben. Ja! So, ich geh mal von unten einfach ein bisschen an die Erze noch ran. Guck mal hier, da können wir nämlich hier Gold, Kohle. Das klappt natürlich. Achtung! Hier ist, glaube ich, Sand. Guck mal hier. Achso, ich kann es ja zuwerfen. Und hier ist, glaube ich, Sand. Pass auf, wenn ich den werfe, Achtung! Da passiert sowas. Toll. Ja, das, ich hab ja nicht damit gemeint, dass es sinnvoll ist, ne? Ich wollte nur zeigen, was passiert. Hier habe ich noch ein... Was ist das, ein Ei? Ey, pass mal auf. Habe ich jetzt ein Dinosaurier-Ei? Echt? Ah! Jetzt nimmt das Spiel eine ganz andere Wendung. Jetzt habe ich uns erstmal einen Kumpel gemacht. Jetzt wird's richtig witzig. Weil die blöden Viecher, nämlich, die saufen nämlich nicht ab. Vor allem wird er immer größer. Dein Ernst? Ah, nee. Schlecht. Ganz schlecht. Warum machst du sowas? Du weißt doch was, hier liegt noch eins. Wollen wir noch so ein Vieh haben? Komm, nein. Da haben wir noch ein bisschen Action im Spiel hier. Du kleine Bombe. Ah, nee. Jetzt haben wir echt einen Dinosaurier. Ach, komm, hör auf. Ich dachte, es hätte auch ein Hühnerei sein können, ne? Aber ich habe noch nie Mu gesehen. Und Hasen machen keine Eier. Wo ist denn der jetzt hin? Der wird uns irgendwo auf den Sack gehen später. Das weiß ich jetzt schon. Das wird richtig spaßig noch. Es gibt auch eine Karte, die heißt, da muss man nur gegen Dinosaurier kämpfen. Da hast du das Ziel, 4 Dinosaurier zu besiegen. Und ich kann dir sagen, das ist mega anstrengend. So, guck mal, hier haben wir auch Gold. Ah, schön. Der ist größer geworden und hat sich hier hinten festgebackt. Gut. Festgebackt ist in Ordnung. Okay, jetzt haben wir einen zweiten. Ach, komm mal auf. Jetzt haben wir einen zweiten. Geh weg, du. Warum machst du das? Na, ich sag mal so. Ich hab gesehen, dass da oben Gold ist. Der will mich umbringen. Hör auf, geh weg! Der bringt mich um! Der kommt zu mir, lassen. Scheiße, das war erstmal gar nicht so schlecht. Das hilft nämlich tatsächlich. Ich bin weg. Warte, ich hab auch eine Bombe. Ich schieße auch eine Bombe auf den, warte. Der ist ja wirklich riesengroß mittlerweile. A2. Ja, guck mal hier, Achtung. Oh. Richtig viel gebracht, ne? Die müssen wir eingraben irgendwie, die müssen wir ersaufen lassen. Klingt jetzt nicht so vegan. Oh, ich muss mich auf jeden Fall heilen. Ich muss schnell weg. Einer ist tot! Glaube ich.
Da war gerade so ein Geräusch. Schnell weg hier. Oh, Glück gehabt. Ah, jetzt aber schnell heilen. Aber ganz schnell. Ganz schnell ins Haus. Puh. So, ich würde sagen, dann schaffen wir jetzt noch, dass die Lore einmal ins Häuschen war und dann... Ich hol mal schnell Lehm, damit wir die einsperren können da hinten, bevor der uns auf den Sack geht. Nee, ach, das geht doch auch nicht. Dann wird das da unten mit dem Wasser wieder zu viel. Du, pass mal auf, wir müssen nachher, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen die da unten irgendwie so einbuddeln, dass es da unten mit Wasser volllaufen kann, ohne dass es das stört. Und dann ertrinken die irgendwann. Mhm. Och, der kann hüpfen. Ja. Der kann auch nerven. Ah! Pass auf, der bringt dich um, da musst du aufpassen. Oh, dieses... Lass doch mal dein Haus stehen. Ich wollte es nach hier drüben stellen, damit der Weg nicht so weit ist. Mal gucken, ob wir den wirklich mit der Bombe wegkriegen. Also gleich, gleich. Ah, leider daneben geschossen. Aber ich könnte jetzt nicht mehr da raus, das ist schon mal was. Ah! Ich würde mich mal nur halb früh freuen. Ja, wenigstens ein bisschen. Oh! Der andere ist, glaube ich, tot. Oh. Hast du mal geguckt nach dem anderen? Kann gut werfen, oder? Ja, klappt gut. Ich guck mal gucken. Ich hab vorhin Geräusche gehört. Ich glaube, der ist tot, der andere. Nee, der lebt noch. Der juckt das alles nicht. Da haben wir ja Glück, dass der am Back hängt. So, ist die Strafe dafür. Das ist jetzt meins. Ah! soll ich denn mal mit Sand ein? Warte mal, ich spanne mal mit Sand ein. Wir müssen zwar unbedingt nochmal an den ran, irgendwann. Aber so kommt er da nicht mehr raus. Der bleibt da hängen. So, jetzt haben wir den erstmal eingefangen. Den buddeln wir nachher ein, da machen wir Lehm drüber, da bleibt er da. Ah, jetzt hab ich die. Also erst habe ich ja mit Absicht freigelassen, ne? Und dann habe ich mir überlegt, das war keine gute Idee. Warum sind hier nur Lehmklumpen drin und kein Gold? Das kann gar nicht sein. Da. Das sind Fake News. Mhm. Gold hat er sich heimlich selbst. Das stimmt gar nicht. So, hast du verkauft alles? Ich speichere jetzt, ne? Und dann würde ich für heute die Runde beenden. Ja, ich schmeiß noch schnell eine Bombe. Okay, dann speichere ich, wenn du die Bombe geschmissen hast. Wenn ich abknüppelt bin, sozusagen. Nee, ich hoffe, dass du das überlebst. Ah, geknallt hat's. Ja, hat mich gebracht. Kannst du speichern. Okay. Also ich habe 93 und wir haben 1077 Siedlungspunkte. Ich kann mal ganz kurz gucken, was das Ziel dieser Runde eigentlich ist, ne? Info. Ja, das war falsch. Spielziele. Es müssen noch 134 Einheiten festes Gold und 31 Goldstücke abgebaut werden. Ich finde, das klingt gar nicht so schlimm. Mhm. Hast du anderes Gefühl? Nö, alles gut. Ich bin der Meinung, wir haben hier wirklich... Wir sind ja jetzt gut vorangekommen, gegen das letzte Mal auf jeden Fall. Das finde ich auch, genau. Also, Runde abbrechen. Möchten Sie abbrechen? Ja. Wenn das nächste Mal dann die... wie heißt sie? Die Kati noch dabei ist? Da kommen wir zu dritt, kommen wir noch weiter. Okay. Gut. Meine Frau hat gerade geschrieben, ich esse jetzt. Siehst du? Es ist die Zeit, ist rum. Genau, wir wollen so. Jetzt auch essen. Super. Dann gut. Vielen, ja.